Als Kind und später dann als Student der jüdischen Religion hat man mir beigebracht, dass Gott alles in der Welt kontrolliert. Und wenn wir etwas nicht verstehen, dann liegt dies an uns und nicht an Gott. Unser Verstand kann einfach nicht begreifen, warum Gott bestimmte Dinge zulässt. Ich glaubte das und predigte dies auch meiner Gemeinde. Im November 1966 passierte aber etwas, das meinen Glauben veränderte. Meine Frau und ich brachten unseren 3-jährigen Sohn zum Arzt, weil er aufgehört hatte zu wachsen. Und die Ärzte sagten uns, dass er eine sehr seltene Krankheit namens Progerie hatte. Sie war unheilbar und würde ihn noch im Kindesalter sterben lassen. Progerie, das heißt, dass sein Körper sich in den Körper eines alten Mannes verwandeln würde, während er noch ein Kind war. Er hörte tatsächlich auf zu wachsen und begann zu altern. Und als unser Sohn mit 14 Jahren an Herzversagen starb, sagten uns die Ärzte, dass er an Altersschwäche gestorben sei. Als wir damals die Diagnose erfahren hatten, dass unser Sohn jeden Tag seines Lebens in körperlicher und geistiger Qual verbringen werde, versuchte ich, dem einen Sinn abzugewinnen. Wie bei den Tragödien in meiner Gemeinde sagte ich mir, Gott muss seine Gründe haben. Ich konnte mir aber keinen Grund vorstellen, warum Gott dieses unschuldige Kind aus der religiösesten Familie der ganzen Stadt leiden und sterben ließ. Ich machte eine fürchterliche Glaubenskrise durch. Ich wusste nicht, ob ich noch weiter glauben könne. Ich dachte, ich hätte eine Abmachung mit Gott. Wenn ich gut, fromm und religiös bin, dann wird Gott mich und meine Familie beschützen. Ich hatte meinen Teil der Abmachung eingehalten, aber Gott hatte mich betrogen. Ich verlor fast meinen Glauben. Doch davor bewahrte mich folgende Einsicht. Wenn ich zu wählen habe zwischen einem allmächtigen Gott, der nicht gnädig, gerecht und gütig ist, oder einem gnädigen, gerechten und gütigen Gott, der zwar sehr mächtig, aber nicht allmächtig ist, dann muss ich mich für das Letztere entscheiden. Ich verehre lieber einen gütigen als einen mächtigen Gott. Über die Veränderung seines Glaubens schrieb Rabbi Kushner ein Buch, das völlig unerwartet zu einem internationalen Bestseller wurde. Seine These: Es gibt Gott, aber Gott ist nicht allmächtig. Rabbi Kushner sprach soeben von der fürchterlichen Glaubenskrise, die er durchlitten hat. Viele Menschen fragen sich, warum ein gütiger Gott so viel entsetzliches und scheinbar sinnloses Leid in dieser Welt zulässt. In der europäischen Geistesgeschichte hat sich dafür der Begriff Theodizee-Problem eingebürgert. Die Existenz von Leid und Übel stellt die größte Herausforderung für den Glauben an Gott dar. Und sie ist zugleich das stärkste Argument des Atheismus. Man kann das an dieser Grafik erläutern. Ein allmächtiger Gott könnte das Leid verhindern und ein gütiger Gott würde das Leid auch verhindern wollen. Eigentlich dürfte es daher gar kein Leid geben. Nun gibt es aber das Leid. Die Existenz des Leids scheint also der Existenz Gottes eindeutig zu widersprechen. Dieser Widerspruch verschwindet allerdings, wenn man davon ausgeht, dass es zwar einen Gott gibt, aber dass dieser Gott nun entweder nicht gütig oder dass er nicht allmächtig ist. Wie Rabbi Kushner mit Recht betont hat, wäre es moralisch vollkommen unmöglich, ein Wesen zu verehren, das allmächtig, aber nicht gütig oder das vielleicht sogar böse ist. So scheint es naheliegender, Abstriche an der Allmacht Gottes vorzunehmen. Denn wenn Gott nicht allmächtig ist, dann kann er nicht jedes Leid verhindern. Obwohl er in seiner Güte das Leid verhindern will, es gibt dann also Leid, nämlich genau jenes, das Gott aufgrund seiner eingeschränkten Macht einfach nicht verhindern kann. Aber kann man sich vernünftigerweise vorstellen, dass ein Gott existiert, der nicht allmächtig ist? Nun, in der außerchristlichen Religionsgeschichte hat es in der Tat diese Idee gegeben. Und sie war zu bestimmten Zeiten sogar weit verbreitet. Als erster Religionsstifter der Menschheitsgeschichte gilt Zarathustra. Im Gebiet des heutigen Iran verkündete er den Glauben an zwei göttliche Wesen, die einander feindlich gegenüberstehen.
Während der eine Gott gut ist, ist sein Widersacher böse. Wie Licht und Finsternis liegen beide Gottheiten in einem kosmischen Kampf miteinander. Mehrere religiöse Strömungen haben diese Grundvorstellung später aufgegriffen und fortgesetzt. Weil sie von zwei überirdischen Prinzipien ausgehen, bezeichnet man sie als dualistische Religionen. Eine der erfolgreichsten war der vom Propheten Mani gegründete Manichäismus, eine Weltreligion der Antike, deren Verbreitungsgebiet sich zeitweilig von Rom bis nach China erstreckte. In dualistischen Religionen kann die Güte und Barmherzigkeit einer der beiden göttlichen Mächte gewahrt werden, weil die Existenz von Übel und Leid der anderen, negativen Gegenmacht, angelastet wird. Dabei schließt der Dualismus den Glauben an einen allmächtigen Gott aus, denn die Macht des bösen Gottes begrenzt die Macht des Guten. Dem dualistischen Grundgedanken eines beständigen Kampfes zwischen guten und bösen Mächten begegnet man auch heute noch. Ein Beispiel etwa sind die populären Medien, die einen Großteil ihrer Spannung und Attraktion aus diesem Motiv ziehen. Die Vorstellung, dass der gute Gott einen übernatürlichen, bösen Gegenspieler hat, ist auch dem Christentum nicht fremd. Sie findet sich im Glauben an den Teufel oder Satan wieder, der die christliche Frömmigkeit zu allen Zeiten stark bewegt hat. Es blieb jedoch nicht bei der Idee eines einzigen bösen Wesens. Wie Gott selbst von einem Hofstaat himmlischer Wesen umgeben war, so ordnete die Volksfrömmigkeit auch dem Satan ein Heer von bösen Engeln, von Teufeln und Dämonen zu. Diese konnten nun unmittelbar für die Übel verantwortlich gemacht werden. Das Unheil und das Böse in der menschlichen Welt, sie gehen zurück auf das Wirken dunkler, böser Mächte. Aber nicht nur die moralischen Übel, sondern auch die sogenannten natürlichen Übel, wie zum Beispiel Feuersbrünste, Seuchen und Unfälle, ließen sich auf diese Weise direkt dem Wirken dämonischer Mächte zuschreiben. Doch woher kommt der Satan nach christlicher Auffassung? Der gute Gott gilt als der Schöpfer aller Dinge. Die Schlange, heißt es, verführte die ersten Menschen im Paradies zur Sünde. Die christliche Tradition sah in der Paradiesschlange eine Erscheinungsform Satans. Der Satan aber, so glaubte man, sei einst ein guter Engel gewesen. Gott habe nicht ein böses Wesen erschaffen, sondern ein Teil der Engel habe sich freiwillig gegen Gott aufgelehnt. Daraufhin wurden diese bösen Engel aus dem Himmel vertrieben. Der Satan und seine Dämonen sind also gefallene Engel. Die Frage nach dem Ursprung von Übel und Leid wird damit jedoch nur verschoben. Die Geschichte vom Sündenfall der ersten Menschen wird zurückverlagert in ein himmlisches, vorzeitliches Geschehen. Sie wiederholt sich als Sündenfall der Engel. Vor allem aber stellt sich die Frage, warum lässt ein allmächtiger Gott den Satan gewähren und setzt seinem Treiben kein Ende? Selbst wenn also der Teufel und seine Dämonen allerlei Unheil verursachen würden, so bliebe doch letztlich wiederum Gott selbst für dieses Leid verantwortlich, weil er das satanische Treiben zulässt. Der Satansglaube vermag, wie wir gesehen haben, das Theodizee-Problem nicht zu lösen. Außerdem ist der Glaube an Teufel und Dämonen als Urheber vielerlei Übel, wie etwa der Epilepsie, sehr unwahrscheinlich geworden, seit man die Ursachen solcher Phänomene wissenschaftlich erklären kann. Daher spielt der Satansglaube in der heutigen Theologie keine große Rolle mehr. Aber es gibt noch einen anderen und plausibleren Weg, wie man sich eine Einschränkung der Allmacht Gottes vorstellen kann. Nicht durch einen bösen Gegengott, sondern durch eine veränderte Schöpfungsvorstellung. Dieser Gedanke geht zurück auf den griechischen Philosophen Plato. Plato dachte, dass Gott die Welt nicht aus dem Nichts erschaffen hat, sondern sie aus einem bereits vorhandenen Material formte. Die Urmaterie stellt dann sozusagen ein zweites Prinzip neben Gott dar. In unserem Jahrhundert hat der britische Philosoph Alfred North Whitehead diesen Gedanken wieder aufgegriffen. Whiteheads Philosophie wird als Prozessphilosophie bezeichnet und auf der Grundlage der Prozessphilosophie hat der nordamerikanische Theologe David Griffin einen beeindruckenden Versuch entwickelt, das Theodizee-Problem zu lösen. Kalifornien. Hier an der Küste von Santa Barbara lebt Professor David Griffin.
Er ist einer der prominentesten Vertreter der sogenannten Prozesstheologie, die auf den philosophischen Ideen von Alfred North Whitehead beruht. Sie gehört inzwischen zu den einflussreichsten theologischen Strömungen in den Vereinigten Staaten. David Griffin hat sich intensiv mit der Frage nach dem Verhältnis von Gott und Leid auseinandergesetzt. Als eine der innovativsten Arbeiten zum Theodizee-Problem gilt sein Werk God, Power and Evil, in dem er die traditionellen Vorstellungen von Gottes Allmacht radikal kritisiert. God of traditional theism is omnipotent. Nach traditioneller Auffassung ist Gott allmächtig, und zwar in dem Sinn, dass er uneingeschränkt bestimmen kann, was auf der Welt geschieht. Nach Ansicht der Prozesstheologie ist dies jedoch falsch. Alle Geschöpfe, von den Quarks über die Elektronen bis hin zu den Menschen, haben eine gewisse Macht zur Selbstbestimmung, die Gott nicht ausschalten kann. Gott hat nicht die Wahl, uns diese Macht, diese Freiheit zu schenken oder vorzuenthalten. Wir besitzen diese Freiheit vielmehr von uns aus. Daher kann Gott nicht uneingeschränkt bestimmen, was in der Welt geschieht. Wenn aber Gott nicht allmächtig ist, wie soll er dann der Schöpfer der Welt sein? David Griffin verbindet mit seiner Auffassung, dass Gott nicht allmächtig ist, auch eine veränderte Schöpfungsvorstellung. Normalerweise nimmt man an, dass Gott einst vor langer Zeit oder sogar vor aller Zeit, was immer das auch bedeuten soll, ganz für sich allein existierte und dann erst aus dem völligen Nichts heraus eine Welt erschaffen hat. Nun, ich meine, dies steht so nicht in der Bibel. Es ergibt wenig Sinn und es ist der Grund für das theologische Problem mit dem Leid. Warum sollten wir es dann nicht mit einer anderen Annahme versuchen, nämlich, dass Gott unsere Welt aus etwas erschaffen hat, was bereits existierte und sich in einem ziemlich chaotischen Zustand befand. Was immer das auch gewesen sein mag, es hatte ein gewisses Maß an Freiheit und Selbstbestimmung. Gott konnte damit nicht einfach alles machen, was er wollte. Es hat also nicht irgendwann am Anfang eine vollkommene Schöpfung gegeben. Gott kann immer nur versuchen, das Beste aus dem Material zu machen, das er vorfindet. Dieses Material hat eine gewisse Selbstständigkeit, und daher kann Gott nur versuchen, es zu beeinflussen. Er kann es aber zu nichts zwingen. Unter Berufung auf den biblischen Schöpfungsbericht glaubten Christen über Jahrhunderte hinweg, dass Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Gott schied das Licht von der Finsternis, er schuf den Himmel und die Erde und bevölkerte sie mit Pflanzen, Tieren und Menschen. Es gab weder Leid noch Tod. Gott hatte ein Paradies erschaffen, in dem alles sehr gut war. Unter dem Einfluss moderner Natur- und erdgeschichtlicher Erkenntnisse passte die christliche Theologie diese Vorstellung an das zeitgenössische Weltbild an. Immer noch geht man davon aus, dass Gott die Welt aus dem Nichts erschaffen hat. Aber er bewirkte dies durch den Urknall und die darauf folgende Evolution des Weltalls und des biologischen Lebens. Unverständlich bleibt hier jedoch, warum Gott einen Weg wählte, der ca. 15 bis 20 Milliarden Jahre brauchte, um eine Welt wie die unsere hervorzubringen. Er hätte sie doch auch direkt aus dem Nichts erschaffen können. Und warum erschuf Gott nicht sofort eine paradiesische Welt, sondern setzte einen Prozess in Gang, der für zahllose Lebewesen unsagbares Leid, Krankheit und Tod brachte? Nach Griffin muss die Theologie aus diesen Gründen ihre Schöpfungsvorstellung ändern. Gott konnte keine vollkommene Welt aus dem Nichts erschaffen. Vielmehr musste Gott eine von Anfang an existierende chaotische Urmaterie in einem langen, allmählichen Prozess beeinflussen, damit sie sich zu immer höheren Formen des Lebens entwickelte. Die Evolution war daher unvermeidlich. Natürlich kann die Theologie die Frage nach dem Anfang des Universums nicht unabhängig von der Physik beantworten.
Seit einigen Jahrzehnten hat sich in der modernen Physik die Vorstellung vom Urknall als Standardmodell für den Beginn des Universums durchgesetzt. Widerspricht dieses Modell nicht der Schöpfungsvorstellung der Prozesstheologie? Das eine Modell, Creatio ex nihilo, heißt, dass Gott aus nichts die Welt geschaffen hat. Das ist, so viel ich sehe, die überlieferte christliche, auch jüdische und muslimische Ansicht. Es gibt aber auch schon seit der Antike die Auffassung, dass der Schöpfer ein Materialchaos vielleicht vorgefunden hat und gestaltet hat. Von der Physik aus gesehen sind beide Möglichkeiten denkbar. Die heutige Standardkosmologie steht vielleicht etwas dem Creatio et nihilo näher, aber eine klare Entscheidung kann von der Physik her kaum getroffen werden. Die Auffassungen von Professor David Griffin widersprechen also nicht dem Erkenntnisstand der heutigen Physik. Sein Hauptgrund für die Veränderung der Schöpfungsvorstellung ist allerdings kein naturwissenschaftliches Argument, sondern ein theologisches, nämlich das Theodizee-Problem. David Griffin schlägt hierzu folgende Lösung vor. Okay, the first one is the point that power is shared. Erstens, keiner verfügt über alle Macht. Auch Gott besitzt kein Machtmonopol. Vielmehr ist die Macht auf Gott und die Geschöpfe verteilt. Zweitens, durch den Prozess der Evolution hat Gott unsere Welt, die wir heute haben, hervorgebracht. Gott ist also insofern der Schöpfer des Universums, als er diesen Prozess inspiriert und gelenkt hat. Doch auf jeder Stufe dieses Prozesses entstanden dann Wesen mit immer mehr Macht. Zum Beispiel haben Lebewesen mehr Macht als unbelebte Dinge. Tiere haben wiederum mehr Macht als einzellige Organismen. Menschen schließlich verfügen ganz offensichtlich über extreme Formen der Macht, wie sie kein anderes Säugetier besitzt. Denn wir haben eine Hand, mit der wir die Dinge greifen, und einen Verstand, mit dem wir die Dinge begreifen können, sodass wir in der Lage sind, solche Sachen zu machen, wie zum Beispiel Atombomben bauen. Gott hat also Wesen hervorgebracht, die über immer mehr Möglichkeiten verfügten. Möglichkeiten, mehr Freuden zu genießen und Möglichkeiten, sich an höheren Werten zu erfreuen. Damit war aber notwendig verbunden, dass diese Wesen auch immer mehr Macht über sich selbst gewannen und damit zugleich immer mehr Macht, anderen Wesen Gutes oder Schlechtes zuzufügen. And more and more power to inflict themselves on others for good and for ill. Griffin nimmt an, dass vier Faktoren unausweichlich miteinander zusammenhängen. Sollen Gottes Geschöpfe mehr an Gutem und Wertvollem erfahren, dann ist es unvermeidlich, dass sie auch mehr Leid und intensiveren Schmerz erleben können. Soll ihre Fähigkeit, gute und wertvolle Erfahrungen zu machen, wachsen, dann muss zwangsläufig auch ihr Handlungsspielraum größer werden. Je mehr aber die Freiheit wächst, je mehr ein Geschöpf über sich selbst bestimmen kann, desto stärker kann es automatisch auch auf andere einwirken, ihnen Gutes oder Schlechtes zufügen. Es ist eine Eigenschaft der Urmaterie, aus der Gott die Welt erschaffen hat, dass diese vier Faktoren wie Variablen miteinander verknüpft sind. Erhöht Gott einen dieser Faktoren, so zieht dies unvermeidlich die Erhöhung aller anderen nach sich. Übel und Leid sind die unausweichliche Kehrseite des Guten. Ich vertrete die Ansicht, dass wir es hierbei nicht nur mit einem rein zufälligen Zusammenhang zu tun haben. Lebewesen, die grundsätzlich in der Lage sein sollen, mehr Glück zu erleben, müssen auch über einen größeren Freiheitsspielraum verfügen. Es handelt sich dabei um ein metaphysisches oder notwendiges Prinzip, das in jeder Welt gilt, die Gott erschaffen könnte. Deshalb war es für Gott unmöglich, eine Welt mit Wesen wie uns zu erschaffen, die nicht auch genauso gefährlich wäre wie unsere. Man kann also Gottes Schöpfungshandeln mit dem Werk eines Töpfers vergleichen. Der Töpfer gestaltet den Ton, aber der Ton hat bestimmte Eigenschaften, die der Töpfer nur beeinflussen, jedoch nicht beliebig verändern kann.
Ganz ähnlich ist die Macht Gottes durch die Eigenschaften der Urmaterie begrenzt. Das heißt also, je höher die Welt entwickelt ist, je komplizierter sie wird, desto mehr nehmen ihre Werte, aber auch Leid und Übel in ihr zu. Je differenzierter eine Struktur ist, desto anfälliger wird sie dafür, Schaden zu nehmen. Griffins Lösung des Theodizee-Problems geht auf. Auch ein nicht allmächtiger Gott kann noch als eine schöpferische Kraft gedacht werden. Und wenn diese Kraft nicht allmächtig ist, dann ist es auch einsichtig, warum unsere Welt so viele Übel enthält. Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass diese Lösung einen hohen Preis fordert. Deshalb ist sie für viele nicht akzeptabel. Dies macht Stephen Davis deutlich, ein Philosoph und Theologe, der ein Kollege von David Griffin und gleichzeitig einer seiner schärfsten Kritiker ist. In erster Linie halte ich die prozesstheologische Gottesvorstellung nicht für christlich. Ich glaube, dass der christliche Gott allmächtig ist. Der prozesstheologische Gott ist hingegen nicht allmächtig. Er erinnert mich eher an einen verrückten Wissenschaftler, der ein Monster erschafft, das er dann nicht mehr kontrollieren kann. Der prozesstheologische Gott ist zwar ein gütiger Gott, was ich gut finde, meines Erachtens kann aber der christliche Gott auch Wunder vollbringen. Er kann zum Beispiel das Volk Israel aus Ägypten befreien, Jesus von den Toten auferwecken und Krankheiten heilen. All dies kann der prozesstheologische Gott nicht. Für mein Gottesverständnis ist dies absolut unverzichtbar. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum ich die Prozesstheologie nicht akzeptieren kann. Stephen Davis ist nicht nur Philosophieprofessor, sondern zugleich auch Pastor einer konservativen presbyterianischen Gemeinde. Als Seelsorger fragt er sich, wie soll man zu einem solchen Gott noch beten, wenn er nicht allmächtig ist? Griffin und andere Prozesstheologen gehen davon aus, dass man zu Gott beten kann, sofern es um irgendwie psychosomatische Heilungen geht. Sie machen aber auch klar, dass man Gott nicht um echte Wunder bitten kann, wie etwa darum, Krebs zum Verschwinden zu bringen. Meines Erachtens hat Gott nach christlichem Verständnis durchaus die Macht, Krebs und andere Krankheiten zu heilen. Ich wundere mich, dass Davis so auf diesem Punkt beharrt. Denn er sagt doch, dass Gott die uneingeschränkte Macht hätte, jeden Menschen auf der Welt zu heilen. Die meisten Menschen werden jedoch nicht geheilt. Professor Davis behauptet also, Gott könnte alle diese Heilungen ohne weiteres vollbringen, kein Problem. Einfach so. Aber er tut's nicht. Und trotzdem redet Davis weiterhin von einem gütigen Gott. Nun, für die meisten von uns ist das nur schwer miteinander zu vereinbaren. Man kann die Sache natürlich als einen rein akademischen Streit zwischen zwei Professoren abtun. Aber für viele Menschen besteht genau darin das Leitproblem. Wenn deine Frau, jemand, den du liebst, dein Kind unheilbar erkranken, zum Beispiel an Krebs, und man betet zu Gott, dann gibt es nur sehr selten eine Heilung, aber meistens eben nicht. Wenn wir Gott Allmacht zuschreiben, wie wir dies in der Vergangenheit getan haben, können wir uns dann noch darüber wundern, dass so viele Menschen zu Atheisten werden? Can we wonder that so many of those people then become atheists? Durch den grausamen Tod seines Sohnes Aaron verlor Rabbi Kushner zwar nicht seinen Glauben an Gott, aber auch er gab den traditionellen Glauben an die Allmacht Gottes auf. Wer weiterhin an einen gütigen und allmächtigen Gott glaubt, kann diesen Weg nicht beschreiten. Andere einflussreiche Theologen halten deshalb am traditionellen Gottesbild fest. Sie sind überzeugt, dass es gute Gründe gibt, nach denen das Leid einen Sinn hat.